Ja, und ich bin doch der Chefe der Ich werde mir das nicht Verhörermethode ansehen. aus. Ja, dann lass halt. Dann reden wir mit ihm. Okay, ich hab den Mann. Der Gargoyle sagt, wer Ärger kriegt, endet hier oben. Und wer heutzutage Ärger kriegt, endet beim großen Spiel. Das ist der beste Weg, um Ricardo Forte zu treffen und Doc hier rauszuschaffen. Ich muss ihn nur dazu bringen, dass er mit mir Plätze tauscht. Der Teil sollte kein Problem sein. Aber die Frage ist, wie soll ich seinen Platz einnehmen? Ich werde wohl mit ihm reden und dann improvisieren müssen. Sieh mal einer an. Was hat die Katze denn da angeschleppt? Ein hässlicher, dreckiger, außergewöhnlich dummer Betrüger. Du musst mir glauben, die Hand war echt. Ich wurde reingelegt. Nein, nein. So, wir sind knallhart. Ja, den Spruch habe ich noch nie gehört. Hältst du mich für bescheuert? Du weißt, was mit denen passiert, die versuchen, uns zu betrügen? Ich habe nur Gerüchte gehört. Früher sind sie verschwunden, aber jetzt enden sie beim großen Spiel. Und was passiert mit denen, die beim großen Spiel enden? Sie werden übelst verprügelt. Das ist ein Gemetzel. Sie müssen einzeln in den Ring und den anderen bewusstlos schlagen oder sogar töten. Woher weißt du vom großen Spiel? Das Ganze ist doch eine geheime Veranstaltung. Ich bin mit einem gefälschten Ausweis rein. Man kann dort auf die Monster auf der Bühne blicken. Ich war ein paar Mal da. Brutal. Interessant. Dann sind wir noch härter. Ha. Du dachtest, du kannst uns nicht nur einmal, sondern gleich zweimal hintergehen. Du sagst mir jetzt besser, wer zur Hölle du bist, oder ich drehe dich so lange durch die Mangel, bis niemand mehr deine Leiche identifizieren kann. Nun, ich bin... Ich bin... Erinnerst du dich nicht, oder denkst du dir gerade eine neue Lüge aus? Nein, bitte, ich habe Kinder. Du sagst mir jetzt besser, wer du bist, oder du erlebst nicht mal mehr das große Spiel. Ich stecke in großen Schwierigkeiten, oder? Ich bin nicht mal ein Monster, oder wie immer ihr euch selbst nennt. Mein Name ist Douglas Baxter. Ich bin Lehrer am College und nur auf Besuch in Lissabon. Ich spiele gern und bin immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Als ich von diesem Ort hörte, wusste ich, dass ich dort reinkommen musste. Ich musste ihn sehen. Und es war so aufregend. Ich wurde süchtig. Aber ich schwöre, dass ich nicht betrogen habe. Was geschieht jetzt mit mir? Die Antwort ist neu, ne? Mit freundlich sein? Okay, ich habe eine Idee. Ich bin auch kein Monster. Gib mir deine Verkleidung und ich gebe dir meine. Ich spiele das große Spiel für dich. Was? Im Ernst? Ja, natürlich. Du wartest hier, bis ich zurückkomme und dir sage, dass wir jetzt die Plätze tauschen. Du bist wahnsinnig. Sie werden dich da draußen zerfetzen. Keine Sorge. Ich habe ein wenig Erfahrung im Umgang mit Monstern. Ich komme schon klar. Danke. Vielen Dank. Bedank dich lieber noch nicht. Warte, bis du es überstanden hast. Bleib einfach hier und warte auf mein Signal. Kämpfen ist keine Lösung. Okay. Dann muss ich also zuerst zu Doc. Dann auf in den Ring. So. Jetzt erlebst du dein silbernes Wunder. Oder auch dein blaues. Ach, ich habe genauso gute Witze drauf wie die hier. Doch, besser lass sogar. Das. Es reicht. Gehen wir nach Hause. Hoho! Das zarte Käferchen gibt dem Bullen Befehle. Witzig. Okay. Achso, ah. Okay, Moment. Sie schlagen eng mit. Der Sieger. Noch ein Sparring gefällig? Ich glaube, diesmal kriege ich dich. Hoho! Dann wollen wir mal sehen, wie sich die kleine Fliege gegen das Schwergewicht hält. Da ist Jürgen, mein Freund. Das war wie bei den anderen halt, ne? Abwarten, bis er schlägt. Zuhauen.
Oh. Tada! Bam, 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 bam. Jawohl. Was läuft das hier? Oh, jetzt aber auch nicht mehr gut hier. Ah, aber das schafft man schon. Wilks Mondonga übrigens. Sehr lustig. Ja, komm, hau zu. Ja, jetzt bist du fällig, mein Freund. Jetzt bist du fällig. Schade. Mann. Einen noch. Jetzt hat. Verdammt. Aber ja, das sieht schon besser aus. Aua, du Verdammter. Ich meine, hoho, du schlägst wie ein Ziegenbock. Kraftvoll, aber ziellos. Man könnte auch sagen, unüberlegt. Komm und tritt beim großen Spiel gegen mich an. Dann wissen wir, wer ein Mann ist und wer ein Schwein. Ich werde dich öffentlich zum Heulen bringen, Großer. Na dann? Schon wieder die Verkleidung, oder? Dann Popo. Ist es schon soweit? Fast. Ich muss nur noch einen Weg finden, damit du aussiehst wie ich und ich wie du. Kämpfen ist keine Lösung. Hier, nimm diese Beeren. Färbe damit deinen Körper. So wie ich. Ist es schon soweit? Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles, um diesen Mistkerl zu schlagen. Reib einfach deine Haut mit diesen Blaubeeren ein und gib mir deine Maske. Ich werde mich mit diesem Handtuch sauber machen. Ich kann nicht glauben, dass du das für mich tust. Ich habe meine eigenen Gründe, an dem Spiel teilzunehmen und diesem Mistkerl das Grinsen aus dem Gesicht zu wischen. Wie auch immer, Zeit zu gehen. Hoho! Anscheinend machen wir jetzt einen echten Kampf vor großem Publikum. Nicht ärgern, wenn die Leute sich danach über dich lustig machen. Doc, du weißt nicht, wie viele Hindernisse ich heute überwunden habe. Nur für dich. Ich brauche das hier. Und ich werde es genießen, dir deine dämliche Visage einzuschlagen. Okay. Na dann, soll ich hier spielen? Ist das? Hä? Wow, 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 okay, 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 okay. Interessant. Ah, so eine Schlagkombi. Kann gar nicht so weit ausweichen, wie er hier immer will. Das war nicht gut. Okay. Nochmal. Komm schon. Hoho! Du nur reden! Ich wische Boden mit deiner Zunge! Es ist noch nicht vorbei, Doc! Puh, das wird eine Endlosschleife. Das muss ich jetzt halt schaffen, ne? Oh, fuck you. Fuck you, Motherfucker. Sorry. Arschloch. Hab ich das laut gesagt? Zu Recht. Komm, es ist noch nicht vorbei. Ja, ja, ist gut. Komm. Weiter, weiter, weiter. Oh. Oh, 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 bam. Wieso trifft er hier? Das check ich nicht.
Das sieht schon besser aus, ne? Tja, das war's. So sehen Siege aus. Schalalalala. So sehen keine Samthandschuhe mehr. Ich zerreiße dich in so viele Fetzen, dass nicht mal ein Bürokrat mit Zwangsstörungen dich wieder zusammensetzen könnte. Was bitte? Lass es, Doc. Die Show ist vorbei. Gehen wir nach Hause. Fuck. Fuck. Mein Name ist Wilks Mondonga. Wolf will Hundefutter. Was? Was? Dieser was? Schnurrbart ist wirklich geschmacklos. Wenn du ihn nicht abnimmst, mach ich's. Oh nein, meine raffinierte Verkleidung. Ah! Was? Ach, hab ich schon. Das ist Doc Mendoza! Lauft alle weg! Was sollte das, Pizza Boy? Ich war so kurz davor, meine Also, den Fall zu lösen. Echt jetzt? Außer mir hat das niemand bemerkt? Echt jetzt? Meine Herren, unser Boss verlangt nach Ihnen. Ricardo Forte möchte Sie sehen. Das ist schön. Ich will ihn nämlich auch sehen. Ich habe das jetzt zufällig gemacht. Ich habe ihn einfach mal angeklickt. Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Zwei kleine Fliegen sind in meinem kleinen Spinnennetz gelandet. Das ist alles seine Schuld. Ich war gut getarnt hinter ihrem Rücken aktiv und ich hätte sie auch erwischt, wenn dieser Blödmann hier nicht gewesen wäre. Ach, schieben Sie doch nicht dem Menschen die Schuld zu. Jeder Fünfjährige hätte ihre Verkleidung in 2 Sekunden durchschaut. Wir hatten sie einfach gerne bei uns, weil wir dann genau wussten, was sie gerade machen. Wir wussten, dass es keine Überraschungen geben würde. Und falls sie jemals rausgekommen wären, dann nur mit erheblichen Schulden. Ich wusste, dass du dein ganzes Geld verspielt hast, du dicker, dämlicher Arsch. Ach bitte, als ob ich jemals verlieren würde. Ich habe ein System, klar? Die haben mich betrogen. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass ihr Menschenhaustier so tief in den Kochtopf schaut. Sagen Sie mir jetzt, was Sie wissen. Was hat Sie hierher geführt? Okay, dieses Mal werden wir verhört. Ich muss den Spieß umdrehen und ihn zu einem Geständnis bewegen. Aber im Moment spiele ich am besten mit. Das hat mich geschickt. Das kann nicht sein. Caveira ist tot. Woher wissen Sie das? Haben Sie ihn? Wer wird denn hier verhört? Sie oder ich? Aber jetzt, wo Sie Caveira schon mal erwähnen... Was wissen Sie über sein Ableben? Ah, okay. Ah, jetzt fügt sich langsam alles zusammen. Sie und ich. Okay. Wir wissen genau, wer es war. Sie und ich. Wir wissen, wer sie aus den Schatten heraus verfolgt. Ach ja? Und wer könnte das wohl sein? Sie hat schwarzes Haar und ein Smaragdlabyrinth anstelle von Augen. Augen, die sich tief in ihre Seele bohren. Von wem genau reden Sie da? Die Person, die den Zettel hinterlassen hat. Welchen Zettel? Das wissen Sie ganz genau. Wenn Sie Caveras Leiche gesehen haben, mussten Sie auch den Zettel gesehen haben. Du bist der Nächste. Also, entweder haben Sie den Zettel hingelegt, damit ihn jemand findet, oder dieser Nächste sind Sie. Damit könnte jeder gemeint sein. Nein, er war für eine bestimmte Person. Für jemanden, der Caveira besuchen und seine Leiche finden würde. Ja. Und daraus leiten Sie ab, dass jemand es auf uns alle abgesehen hat. Gut. Wenigstens hat er zugegeben, dass es ein Uns gibt, auf das man es abgesehen haben kann. Aber jetzt, wo Sie Caveira schon mal erwähnen, was wissen Sie über sein Ableben? Ja, dann muss ich jetzt ihn erklären, das sollten ne? Sie doch am besten wissen. Sie haben überall Spuren hinterlassen. Spuren? Ich? Was hat Sie darauf gebracht, dass ich hinter diesem schrecklichen Vorfall stecke? Sie hatten offensichtlich etwas damit zu tun. Sie hatten ein Motiv. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, Filme halt, ne?
Diese Snuff-Geschichte. Ich habe gesehen, was Sie in diesem Film getan haben. Was wollen Sie damit sagen? Was Sie diesen anderen Monstern angetan haben. Die Dinge, die Sie beide gefilmt haben. Das waren Spezialeffekte. Sehr gute Spezialeffekte. Das Gegenteil können wir nicht beweisen. Aber wenn es keine waren, hatten Sie einen Grund, ihn zu töten, um lose Enden zu beseitigen. Hören Sie, Mensch. Ich möchte genauso gerne wissen wie Sie, wer ihn getötet hat. Ich habe schließlich ein Interesse daran. Denn trotz Ihrer Anschuldigungen war ich es nicht. Und wenn ich es gewesen wäre, warum dann erst jetzt? Warum nicht schon früher? Verdammt. Ich habe ihm von den Filmen erzählt. Jetzt weiß er, was ich weiß. Und er bleibt dabei merkwürdig ruhig. Aber er hat auch eine wirklich gute Frage gestellt. Warum sollte er mit dem Mord bis jetzt warten? Ich muss eine andere Strategie verfolgen, um die Fakten in Erfahrung zu bringen. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Ah, okay. Eine Sie haben sicher unzählige Feinde. Ja, wie alle mächtigen Männer. Ja, aber ich habe nicht nur von Ihnen gesprochen. Sie sagten, jemand könnte es auf uns alle abgesehen haben. Es gibt also mehrere Beteiligte. Und ich kann nicht glauben, dass Romero ein mächtiger Mann war. Ja, sicher. Wir drei. Wir waren zusammen beim Film. Das wussten Sie bereits. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sich dabei um Horrorfilme handelte. Es waren Snuff-Filme. Und wie gesagt, handelte es sich dabei um Spezialeffekte. Das Gegenteil können Sie nicht beweisen. Romero war da offenbar anderer Ansicht. Er hatte große Schuldgefühle wegen seiner Arbeit mit ihm. Vor allem wegen dieses einen Mädchens. Zu schade, dass Tote nicht reden können. Das könnte man auch über Cavera sagen. Der bleibt ebenfalls für immer stumm. Und ich befrage Sie, um zu erfahren, was dort geschehen ist. Finden Sie nicht, dass wir uns im Kreis drehen? Aber die Theorie passt. Jemand weiß etwas über Ihre früheren Taten und verfolgt Sie. Wenn Sie mit diesen Todesfällen nichts zu tun haben, wer steckt dann dahinter? Es muss eine dritte Partei geben. Jemand, der weiß, was passiert ist und die losen Enden beseitigt. Und wer könnte das sein? Diese Frage sollten Sie sich selbst stellen. Vielleicht ein Bruder, eine Schwester oder eine Tochter. Die hätten bessere Chancen, wenn sie einfach die Wahrheit sagen. Monster würden sich gegen alle zusammenrotten, die ihre eigene Art verkaufen. Und genau das wird passieren, wenn die Wahrheit herauskommt. Dann ist es egal, ob es Beweise gibt oder nicht. Dann wird zur Jagd geblasen. Und raten Sie mal, wer den Besen hat und auf die Fackel wartet. Und genau das ist der Grund, warum Sie hier nicht lebend rauskommen. Was? Hat er gerade gestanden? Was soll dieser radikal andere Tonfall? Sie geben es also zu? Sie geben zu, dass Sie die Monster in Ihren Filmen getötet haben? Langsam langweilt mich das. Es ist unerheblich, was ich zugebe. Wenn Sie hier rausgehen und das Gerücht verbreiten, würden zu viele Fragen aufgeworfen. Und deshalb können Sie diesen Ort nicht mehr verlassen. Fragen wie... Was ist mit dem Mädchen passiert? Und was hat es mit dem Zigeunerfluch auf sich? Sie war wunderschön. Und in der Tat eine Roma. Als sie herausfand, was wir taten, reagierte sie anders als Romero. Sie stellte sich gegen uns. Alle Vagabunden halten zu ihresgleichen. Und das war ihr Fehler. Ein Fehler, den ich ausbügelte. Und ja, sie stieß einen Fluch aus, als sie blutend dalag, mit einem Loch in der Lunge. Und sie spuckte gleichzeitig Blut und Wörter. Sie sagte, sie würde zurückkommen und uns zur Strecke bringen. Unser letztes Gefühl würde unfassbare Angst sein und wir würden schreiend sterben, umgeben von den Geistern unserer Opfer. Es war wunderbar. Genau das wollte ich hören. Wer waren die Monster in Ihren Filmen? Die waren gar nichts. Am Anfang haben wir Monster von der Straße geholt. Niemand hat sie vermisst. Als ich dann das Casino eröffnet habe, griffen wir uns jeden, der große Schulden gemacht hatte. Wir massakrierten sie vor der Kamera, um mit diesen armen Würstchen wenigstens irgendeinen Profit zu machen. Jeder wusste, dass man in Lissabon besser keine Spielschulden machen sollte. Aber da die Leichen nie gefunden wurden, haben wir einfach weitergemacht. Niemand stellt Fragen.
Niemand kümmert sich darum. Wie bei Gratis-Schokolade. Warum so aufwendig? Warum auf der Leinwand? Caveira wollte immer den großen Durchbruch in der Filmindustrie. Stattdessen wurde er ein Kultregisseur. Seine Filme liefen im Kino eher bescheiden, aber mit den Gewinnen aus Video- und DVD-Verkäufen konnte er seinen Freizeitpark eröffnen. Unabhängigkeit zahlt sich manchmal eben doch aus. Romero, er war eben Romero. Er wollte auch den Durchbruch schaffen, war aber eher simpel gestrickt. Seinem großen Ego reichte es, sich selbst auf der Leinwand zu sehen. Und er war zu dumm, sich Fragen zu stellen. Als er herausfand, wie wir die Effekte gemacht hatten und was ich in Wahrheit war, bekam er kalte Füße. Und ich? Bei mir war es persönlicher. Wenn man von Geburt an stark ist, richtig stark, dann besteht die ganze Welt aus Zahnstochern. Man muss vorsichtig sein, raffiniert, präzise, elegant. Sonst kriegt man jede Menge Ärger. All diese Körper sind nichts als dünne Zweige. Und ich liebe das Geräusch, wenn sie zerbrechen. Haben Sie schon mal jemanden den Arm komplett durchgebrochen? Das ist, als würde man Weiden flechten oder Luftpolsterfolie knallen lassen. Luftpolsterfolie? Eine Sache ist mir noch nicht klar. Was passierte mit den Leichen? Warum hat noch nie jemand eine gefunden? Was ist jetzt so witzig? Hallo? Das möchten Sie gerne wissen, was? Genau dahin gehen wir jetzt. Ach du Scheiße.